Kaum ein Thema polarisiert so sehr wie die genderneutrale Sprache. Studenten, Studierende oder doch nur die weibliche Form, also Studentinnen. In der Schweiz hat der Bund vor 2 Tagen die Verwendung des Gender-Sternchens in Texten der öffentlichen Verwaltung verboten. Ähnliches wollen bei uns auch die Freiheitlichen mittels Beschlussantrag erreichen. Die Gender-Diskussion ist also definitiv in Südtirol angekommen. Klingen so in Zukunft die Nachrichten? 45.000 ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen und andere MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen stehen in Italien vor der Suspendierung, weil sie sich nicht gegen Corona impfen lassen. Uli Meier hat jeden Tag mit Sprache zu tun, in gesprochener und geschriebener Form. Sie ist gegen eine gendergerechte Sprache. Hier wird die Sprache teilweise verhunzt, Texte werden unleserlich gemacht und für mich interessant, dass in der Gegenwartsliteratur, Romane, Psychothriller und so weiter, nicht gegendert werden. Warum wohl? Weil die Bücher wahrscheinlich nicht lesbar wären und auch nicht verkauft werden. Die Südtiroler Wirtschaftszeitung schreibt einen Großteil ihrer Artikel seit 2 Jahren gendergerecht, also mit Sternchen oder Doppelpunkt. Der Grund war letztlich der, weil wir gesagt haben, wir müssen den Frauen mehr Sichtbarkeit geben. Klar, man sagt immer, in der männlichen Form sind alle mitgemeint. Nichtsdestotrotz waren wir der Meinung, dass das Mitmeinen nun nicht mehr reicht. Laut Umfragen in Deutschland sind 80% der Menschen aber gegen eine gendergerechte Sprache. Und bei uns in Südtirol? Ich glaube, Südtiroler sind wir alle, ob das Frauen oder Männer sein, geben wir schon viel, dass wir alles, das soll immer gleich ist, nicht, oder? Ja, das ist mir eigentlich relativ gleich, weil ich rede, wie ich rede. Und wie ich aufgewachsen bin, so rede ich. Und, ja. Meine persönliche Meinung ist, man soll es so lassen. Es ist bei mir ein anderes Problem momentan, als wir solche Sachen gesprochen haben. Mir persönlich ist es gleich. Also es muss nicht sein? Es muss nicht sein. Mit der gendergerechten Sprache soll ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau gesetzt werden. Doch ist das damit auch möglich? Die Probleme werden durch gegenderte Texte erst recht nicht gelöst und auch Chancengerechtigkeit oder die Gleichstellung der Frau wird sich dadurch nicht verändern oder verbessern. Es wäre schön, wenn es die Gleichberechtigung irgendwann geben würde. Ob das Gendern in der Form, wie wir es heute tun, dazu beiträgt oder nicht, muss man sehen. Kurios übrigens, unklar ist auch, ob die englische oder deutsche Verwendung des Wortes korrekter ist. Gendern oder Gendern sorgt also auch diesbezüglich für Diskussionen.